Einen wunderschönen guten Tag, meine geliebten Krabben, und herzlich willkommen zurück zu, ihr seht's genau, Mount & Blade 2 Bannerlords. Das einzige Problem, was ich in den letzten Tagen hatte, wo ich dieses Spiel gespielt habe, ist, ich bekomme meinen Einfluss einfach nicht hoch. Ich verliere durchgehend Einfluss, aus irgendwelchen Gründen hatte ich da noch einen Bug drin, da hatte ich dann auf einmal minus 300 Einfluss. Und jetzt bin ich habe mir den Bug wieder irgendwie entfernt. Jetzt habe ich mich quasi auf null resettet und habe jetzt wieder 7 Einfluss. Ich habe mich mal ein bisschen schlau gelesen, wie bekommt man den Einfluss, und habe herausgefunden, Einfluss bekommt man vor allem durch Schlachten, durch Arena-Siege oder auch durch quasi Erobern bzw. Zerstören von Verstecken. Und wie es der eine oder andere bestimmt merken wird, ich habe das Spiel ein bisschen tot gemoddet, mehr oder weniger. Ich habe unter anderem, ich habe eine Mod installiert, dass zum Beispiel diese ganzen Skills ein bisschen was wert sind. Da sind die Werte, glaube ich, ein bisschen besser. Auch wenn man quasi im Level aufsteigt, dann das Inventar. Ich glaube, da hat sich nichts getan. Ich glaube, Inventar-Mod habe ich noch keine installiert. Ich habe eine Mod installiert. Ich sollte eigentlich in der Lage sein. Ich weiß jetzt nicht genau, ob ich die installiert habe oder nicht. Ganz kurz mal in unser Königreich gucken. Ihr seht das auch schon. Ich bin dem südlichen Kaiserreich beigetreten. Ändert nichts dran. Ich wollte ganz kurz gucken. Ich muss bei Clans gucken. Clan, Skills, okay. Ich hatte gedacht, ich habe eine Begleiter-Mod installiert, dass ich mehr Begleiter haben kann. Aber entweder die funktioniert nicht. Oder es geht nicht, eins von beiden. Oder ich habe sie nicht aktiviert, bin ich mir nicht sicher. Okay, aber egal. Ich möchte jetzt jedenfalls meinen Ruf hochbekommen. Mein Einfluss, das ist aktuell meine Mission. Ich habe 12.200 Gold, ich habe ein paar Karawanen mir geleistet in den letzten Monaten. Die machen allerdings nicht wirklich so viel Gewinn zurzeit. Kann auch damit zusammenhängen, dass ich die alle erst vor kurzem gekauft habe. Ich habe um die 90.000 Gold mir zusammen gehortet und habe mir dann gedacht, jupp, gibst du mal alles für Karawanen aus. Dann kam Patch 1.2 und hat Karawanen massiv geschwächt. Ich spiele aktuell noch mit 1.1, deswegen ist noch alles gut. Wir gehen mal in das Versteck rein und dann müsstet ihr gleich eine neue Mod sehen. Weil eigentlich möchte ich jetzt erstmal nur Einfluss haben. Das ist quasi mein Hauptziel. Was ist seine Mission? Hau bloß ab. Hau bloß ab. Ich habe mir übrigens überlegt, eine Mod zu installieren, die mir mehr Banditen gibt. Ich habe auch überlegt, ob ich eine Mod installieren soll, dass ich kein Armeelimit habe. Also ihr merkt schon, ich bin modtechnisch wieder sehr, sehr groß am Start. Was ich mich... da seht ihr auch schon eine Mod. Ich habe hier bis zu 25 Einheiten mit auf dem Schlachtfeld. Vanilla wäre das Ganze nur, ich glaube, lasst mich nicht lügen, ich glaube 5 oder 10. Oh, das waren Headshots, die sind beide tot. Ich mach's mal alleine. Bleibt mal hinten. Ich tue meine Bogenschützenfertigkeiten in... kommt mal mit. Nee, kommt mal nicht mit. Stopp. Folgt mir einfach nur. Jedenfalls, ja, ich habe ein paar Mods installiert, die das Spiel einfacher und interessanter und weniger grindlastig machen, weil es aktuell so das kleine Problemchen ist mit Mount & Blade 2 Bannerlord, dass der Grind endlos ist. Und natürlich, man darf es nicht vergessen, das Spiel ist im Early Access, aber es macht mir schon sehr, sehr viel Spaß trotz allem. Ich wollte mir übrigens auch noch meinen Banner überarbeiten, ich wollte mir eine Krabbe machen. Muss mal gucken, dass ich mir den Banner-Creator von Bannerlords mal anschaue bei Gelegenheit. Meine Bogenfertigkeiten sind in der Zwischenzeit schon echt gut. Ihr seht auch, ich habe eine Mod installiert, dass man mehr Munition hat. Der Headshot war... Ich habe keine Aimbot drin, ne? Der Headshot war überraschend. Hehehe. Soll mir recht sein. Ja, ist okay. Entspannt euch. Ich mache das alleine. Ich will ihn nur dabei haben, wenn es dann nachher gegen den Babo geht, gegen den Banditenboss. Aber ja, was ist die Mission? Die Mission ist Einfluss gewinnen, um dann halt quasi so in unserer Fraktion aufzusteigen. Ich möchte nämlich früher oder später mein eigenes Schloss haben. Ansonsten, wenn das alles nicht funktioniert über längere Zeit, dann werde ich wahrscheinlich unbegrenzte Armeegröße machen, werde dann wahrscheinlich einfach eine riesen Armee zusammenstellen und dann halt einfach mein eigenes Königreich gründen. Ja, darauf wird es wahrscheinlich hinauslaufen, aber abwarten, meine Güte. Und das Spiel kriegt ja auch täglich Änderungen, neue Sachen dazu. Das ist ein Early Access Spiel, das ist Early Access, man hat 8 Jahre entwickelt, man war sich nie sicher. Und das, was jetzt passiert, oh Gott, jetzt blockieren die mir meine Sicht, das, was jetzt passiert, ist ja quasi, dass, okay, ich werfe mit Stein auf meine Jungs, danke. Was jetzt passiert, ist ja quasi, die Community kann den Entwicklern helfen und kann hoffentlich auch viele, viele coole Meinungen und Ideen mit einbringen. Könnt ihr bitte aufhören, mich zu blockieren? Ich sehe nicht, wohin ich schieße. Ja, selber schuld halt, ne? Geistige Dummheit. Dann kriegt man mal einen Pfeil in den Kopf. Kann ich euch jetzt auch nicht helfen. Ich treffe aber auch nicht, ne? Habe ich gesagt, dass ich eine Mod installiert habe, dass ich mehr Munition habe? Doppelt so viel quasi. Ich finde das aber blöd, so 20 Munition. Weißt du, hier alles anderen Spiele hast du 10 Millionen Munition und in jeder Ecke findest du neue. Und hier läufst du ohne Munition rum. Der einzige... Naja gut, das einzige Coole, was ich sagen muss, ist, du kannst jederzeit Pfeile wieder aufheben. Kannst du auch nicht in jedem Spiel. Das war ein Headshot. Aus Versehen. Ich habe die meisten Kills gemacht bis jetzt. Oh, da ist er. Hallo. Ich habe übrigens auch eine Mod installiert, dass ich zum Beispiel Anführer von Banditen rekrutieren kann. Ich habe übrigens auch eine Mod installiert. Ja, okay. Ich höre schon auf. Wobei, okay, nee, ich sag's euch, wenn ich's sehe. Ich sag's euch, wenn es soweit ist. Aber er ist jetzt angepisst, weil ich seine Männer durchlöchert habe.
Aber ich duelliere mich nicht mit ihm. Warum auch? Ich habe 30 Leute. Wegelagerer hat Waldbandit umgebracht. Naja, soll mir recht sein. Hat quasi einen Bruder von ihm umgebracht. Ist mir auch egal. Wir haben natürlich gewonnen. Gucken, was es Ruf gibt. Ach, habe ich nicht gesehen. 282 haben wir geplündert. Wir nehmen mal einen Wegelagerer mit als Gefangenen. Zu viele will ich auch nicht haben. Da hier nehmen wir natürlich... Oh, 4000. Oh, das ist gut. Gold brauche ich immer. Vor allem jetzt aktuell mit den ganzen neuen Karawanen. Bis sich das finanziell eingependelt hat, ist es super. Jawohl, 8. Na, ganz toll. Das hat mir überhaupt nichts gebracht, dass ich das Ding hier erobert habe. Okay, dann gucken wir jetzt einfach mal weiter. Eine Möglichkeit, die ich gelesen habe, ist, die Armee zu verkleinern. Umso größer die Armee, ist das Problem einfach, dass man weniger Ruf bekommt. Es wäre quasi besser, mehr Truppen zu haben, aber dafür... Also quasi, es wäre besser, weniger Truppen zu haben, aber dafür bessere. Ich kann übrigens auch, habe ich eine Mod installiert, deutlich mehr Gefangene rekrutieren. Ist übrigens ganz praktisch, wenn man irgendwo bei feindlichen Territorium umherlatscht und dann kann man quasi die ganze Zeit seine Truppen nachfüllen, wenn man wieder Einheiten verliert, was häufiger vorkommt. Minus 921, das tut weh. Das ist sehr schmerzhaft. Müssen wir gucken, dass wir das irgendwie hinbekommen. Ich hoffe, dass meine Karawanen irgendwann demnächst einschlagen werden. Gibt es hier eventuell vielleicht sogar eine Arena-Kampf? Jawohl, wir treten den Wettkampf bei. Dann könnte man... Ja, das Spiel ist gecrashed. Boah, da sind wir wieder. Kommt hier nur wieder vor, dass das Spiel dann natürlich abstürzt, wenn man 30 Mods installiert hat. Ich habe jetzt mal glücklicherweise Vortex Launcher, sei Dank, alle Mods geupdatet, die man aktuell updaten konnte. Habe das Ganze ordnungsgemäß gestartet und es läuft aktuell wieder. Einziger Nachteil ist, die ganze schöne Ausrüstung, die ich bekommen habe, als wir das Hideout angegriffen haben, ist jetzt natürlich weg. Aber egal. Nein, ich wollte eigentlich nicht die Runde beobachten. Ich möchte das aktuell überspringen. Kann ich was setzen? Ich setze natürlich auf mich und zwar alles. Egal. Kommen halt 1000. Ich muss irgendwie das Geld wieder gut machen. Oh, Wildschweinmeister. Oh Gott. Pass auf, ich zeige euch jetzt, wie man das macht. Ganz einfach. So. Ne, okay, so nicht. Jetzt hat's so. War ein sehr schwerer Kampf, ich weiß. Der eine oder andere möchte sagen, ich würde das Spiel abusen. Andere würden sagen, das ist die Aufgabe von YouTubern, auch Spiele zu abusern und natürlich den Leuten auch zu zeigen, wie man das Spiel abusen kann. Ihr seht, es ist sehr einfach. Da habe ich übrigens nichts installiert. Da habe ich mal keine Mod installiert. Ja, das ist einfach das Spiel. Das ist leider nicht wirklich in der Lage, in solchen 1 gegen 1 Kämpfen dann wirklich eine Gefahr für den Spieler darzustellen. Ganz einfach, ihr läuft einfach nur immer im Kreis. Tut immer seitlich schlagen. Und dann kann die KI dem Ganzen nicht ausweichen. Das ist total traurig eigentlich, dass so ein einfacher Trick auch wirklich funktioniert. Ach, blöd. Ich habe vergessen, jede Runde zu setzen für mich. Mann. Wäre jetzt natürlich blöd, wenn ich verlieren würde, vor allem nachdem ich so große Schnauze hatte. Dass es so einfach ist. Aber hier, pass auf, seht ihr das? Oh, ja, sagt... Ja, ist okay, chill kurz. Meine Güte. Er klappt nicht so richtig, er ist gerade ein bisschen unchillig. Ja, ich verliere jetzt wahrscheinlich. Cool, mein ganzes Gold ist weg. 42 Schaden gemacht. Ja gut, also bei manchen klappt es nicht, aber wir haben trotzdem gewonnen. Gut. Dankeschön. Was gibt's als Belohnung? 8 Ruhm. Wuhu. 3150 durch Wetten. Und eine väterliche, kaiserliche Kettenhaube, die ich nicht brauche, weil ich schon so guten Helm habe. Egal. 8 Ruhm. Das haben wir schon. 8. Was? Ach ne, Einfluss. Hä, ich dachte Einfluss. Ich dachte, ich bekomme durch Arena auch... Ah, warte mal. Ah, ich verstehe. Ich glaube, Einfluss und Ruhm ist was anderes. Kann es sein? Habe ich die ganze Zeit einen kleinen Error gehabt in meinem Köpfchen? Kann natürlich gut sein. Der ist kompletter Trash, oder? Ja, der ist kompletter Trash, den brauche ich nicht. Kann ich irgendwas machen? Jawohl, Athletik. Ah, schau mal an. Plus 2 Pfeile, wenn du zu Fuß in die Schlacht ziehst. Du hast eine Wurfwaffe, wenn du den Kampf zu Fuß beginnst. Das ist doch beides Trash. Brauche ich doch beides nicht. Aber gut, machen wir mal das, falls ich irgendwann mal wirklich zu Fuß in die Schlacht ziehen sollte. Ich wüsste jetzt nicht, warum ich das machen sollte, aber egal, wir gehen jetzt nochmal kurz ins Versteck rein. Ich lasse jetzt meine Jungs hier das Ganze machen. Ist halt ein bisschen... Okay, das hat nicht mal funktioniert, ich habe immer noch nur 40 Pfeile. Ich lasse jetzt meine Jungs mal machen. Ist natürlich ein bisschen blöd, meine ganzen Errungenschaften und Fortschritte, die ich freigeschalten habe, die letzten 10 Minuten, bevor das Spiel abgestürzt ist, ist natürlich alles weg. Aber ist halt so, meine Güte, kann ich nichts dran ändern. Auf geht's, Jungs. Ich möchte übrigens nachher unbedingt auch eine Landschlacht machen. Einfach aus dem Grund, weil ich einen so schönen neuen Gaul habe. So einen Wüstengaul, der ist echt schnell, voll geil. So wie wenn du ein neues Auto dir kaufst, nachdem du 20 Jahre lang so einen alten Golf gefahren hast mit 10 PS und dann auf einmal so einen Lamborghini kaufst. So war das auch mit dem neuen Pferd. Pass auf, jetzt mach ich mal was. Schießen und nicht treffen. Okay. Letzte Runde lief so... Okay, jetzt habe ich wieder getroffen.
Na, erst lief so super und dann geht wieder gar nichts weiter. Aber meine Jungs machen das schon. Na, ich musste gar nicht viel machen. Ich schaue mir das Ganze ganz entspannt an. Finde ich auch relativ schön. Jawohl, Angriff, Leute, ihr macht das super. Ich finde es ganz toll, wie ihr das macht. Ich muss auch motivieren hier. Yay. Yay, juhu, Angriff, Krieg. Übrigens, wenn euch das Video gefällt, ihr wisst Bescheid, Daumen hoch. Wenn ihr neu auf dem Kanal dabei seid, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr eventuell sogar dem Video ein Subskribement abgeben würdet, also quasi abonnieren. Ansonsten für alle Menschen natürlich die Glocke drücken, nicht vergessen, das ist dieses Bell-Button-Icon. Das bedeutet, ihr werdet jederzeit benachrichtigt, wenn die Krabbe irgendwas macht. Und es gibt nichts Schöneres, als morgens um 2 Uhr eine Benachrichtigung zu bekommen, dass die Krabbe wieder irgendeinen Müll gepostet hat auf YouTube. Na, guck mal, den treffe ich von hier aus, easy. Naja, fast. Also, ich habe einen Fertigkeits... Wem habe ich jetzt 7 Schaden verursacht? Jemanden von mir, oder? Hätte mich jetzt auch gewundert, wenn es ich selber gewesen wäre, der einen Feind getötet hätte. Ich habe allerdings einen Fertigkeitspunkt in Taktik erhalten. Apropos Taktik, ich habe einen Mod installiert, welcher mir die passive Fertigkeitspunkte-Regeneration erhöht. Weil quasi immer, wenn man irgendwas macht in dem Spiel, bekommt man quasi Punkte für die jeweilige Aktion. Und das wurde von der Mod leicht erhöht. Das ist halt etwas, naja, realistischer oder besser ist, dass man nicht 20 Jahre grinden muss, damit man quasi Scouten 2 bekommt. Finde ich ganz cool. Ja, das war jetzt ein einfacher Sieg. Die haben es nicht mal geschafft, jemanden vor mir umzubringen. Also war es eigentlich sogar, ja, ganz gut, dass wir es gemacht haben. Ich hoffe nur, ich nehme das Pferd mit. Ich hoffe nur, dass wir, ach verdammt. Gut, wir haben immer noch ganz gute Beute gemacht, aber der 5000er war leider nicht dabei. Ich würde sagen, wir gehen mal kurz gucken, mit dem wir aktuell im Krieg sind. Wir sind nach wie vor mit dem nördlichen Königreich im Krieg. Das heißt, wir gehen nach oben. Ihr seht auch auf der Karte lauter blaue Icons. Das sind die Quests, wo ich abschließen könnte, wenn ich wollen würde. Ich habe aktuell aber kein Interesse dran. Und ich muss mal kurz was ausprobieren. Und zwar habe ich eine Mod installiert, dass die eigentlich langsamer werden sollten, wenn die mir von mir wegreiten mit der Zeit. Aber allerdings scheint mir das nicht so wirklich zu klappen. Okay. Ne, scheinbar funktioniert das nicht so richtig mit dem Weglaufen. Die verlieren nicht an Geschwindigkeit, soweit ich das aktuell sehe. Oder? Oh, sind sie langsam geworden? Doch, ich glaube schon. Okay, es funktioniert doch mit der... Okay, aber es dauert schon eine Weile, ha? Jetzt werden sie wieder schneller. Jetzt sind sie wieder langsamer. Wollen die mich verarschen? Ja, minus 1000. Jawohl, die wollen mich auch verarschen. Ich wollte gerade alle verarschen. Okay, gut. Die Mod funktioniert scheinbar entweder nicht richtig oder ich habe irgendwas falsch gemacht. Gut, jedenfalls egal. Dann würde ich sagen, ignorieren wir das mal ganz kurz. Schauen wir zu dem Versteck noch kurz mit hin. Oder nee, komm, wir gehen einfach nach Norden. Wir marschieren direkt nach Norden. Ich möchte ein bisschen plündern und rauben. Mein Einfluss ist schon wieder komplett gesunken. 6,75. Und wir gehen kurz in das Versteck rein. Das sieht ziemlich stark aus. Das sind 4 Dinger. Ich weiß zwar nicht, was sie bedeuten. Aber ich würde sagen, wir finden es bestimmt gleich heraus. Also was ich schon mal gleich sehe, es sind auf alle Fälle ein paar Einheiten mehr da. Und der hat ein Schild auf dem Rücken und der sieht teuer aus. Das heißt, wir geben dem direkt einen Headshot. Okay, war kein Headshot, aber ich gebe ihm trotzdem was. Oh, ich habe gerade echt die Skills der Woche drauf, ey. Aber was macht der da hinten? Hat er Verrenkungen? Macht scheinbar Yoga. Hä, tschüss. Kannst du bitte aufhören zu werfen? Hallo, hör auf damit. Das Problem ist, die tun übelst... Okay, gut. Wollte gerade sagen, die tun übelst weh, wenn die einen treffen. Aber glücklicherweise hat er nicht getroffen, weil er unfähig ist. Steht da einer? Gerade am Pissen. Oh, da sind einige. Waren einige. Ich habe gerade... Oh, was habe ich wirklich geschafft, sein Schild zu treffen, oder was? Unglaublich. Das war mein eigener Mann, by the way. Ich schieße auf meine eigenen Jungs. Das nennt man auch etwas schwierigere Gestaltung des Arbeitsplatzes. Und ich hätte absolut kein Problem, wenn die Jungs sterben. Oder zumindest aufleveln. Weil ich brauche natürlich möglichst starke Soldaten, damit ich mit... Damit ich mit möglichst wenig Einheiten möglichst gute Erfolge... Körperteil getroffen? Nacken. Und da habe ich ihm nur 3 Schaden... 12 Schaden... Ich hab nicht mal gesehen, was er gestanden hat. Ist das peinlich, ey. Ja, Jungs, lauft doch nicht so schnell. Wir sind gleich wieder fertig mit dem Kampf. Nein, Arboreal ist gestorben. Oh nein. Der kann ja gar nicht sterben. Übrigens, weiße Totenköpfe heißen immer, die leben noch. Rote Totenköpfe heißen, die sind wirklich tot. Und wir sehen aktuell, sind nur weiße Totenköpfe. Das heißt, okay, jetzt ist mit einer richtig gestorben. Und ich hoffe ja auch... Ja, seht ihr, die bringen zwar immer wieder Leute von mir um. Allerdings sterben meine Jungs alle nicht. Das ist schon, ja, schon praktisch. Vor allem, wenn man am Ende so hochgezüchtete Kampfeinheiten... Nein, ich hab... Ah, ne, grün ist ja gut. Schmarre. Aber die sind schon nicht ohne, die Jungs. Aber ich muss sagen, ich bin... Habe ich den... War das ein Feind? Gut. Was?
Aboreale schon wieder tot? War es nicht derselbe? Oder heißen die alle unterschiedlich? Hä, was? Ich muss mal kurz gucken. Oder ist Arboreal was anderes? Ich dachte, Arboreal ist ein Begleiter von mir. Auf der anderen Seite, ich habe alle Begleiter geschickt, um... Ich habe alle Begleiter geschickt, um Karawan zu bewachen. Seht ihr? Bei mir sterben keine. Ganz cool. Könnte mit meiner Heilungsfertigkeit zusammenhängen, die schon etwas weiter nach oben geschnellt ist. So, bekomme ich Ruhm? Jawohl, 4 Einfluss, super. Und Ruhm bekomme ich auch. Jetzt muss ich doch nochmal herausfinden, was ich mit Ruhm anfangen kann. Ja, Wegelager. Ich meine, ich nehme Kavallerie mit, einfach weil ich Kavallerie mag. Okay. Hat sich überhaupt nicht gelohnt, um ehrlich zu sein. Doch, natürlich hat sich's gelohnt. Glaubt nicht alles, was ich euch sage. Ich habe ein paar Leute verloren, die sind alle verwundet da links bloß. Das ist kein größeres Problem. Wir marschieren jetzt erstmal Richtung Amitatis, gehen dann nach Rotal. Können quasi die Städte kurz abklappern. Meinetwegen tun wir noch irgendwo was verkaufen. Muss ich mal gucken. Ich verliere 1000 Gold. Irgendeine Festung wird gestartet, aber wie gesagt, mein Einfluss ist viel zu niedrig. Jetzt gehen wir erstmal nach Amitatis. Und dann schauen wir mal ganz kurz. Gibt es hier einen Arena-Kampf? Jawohl. Gruppe Nahkampf. Das Einzige, was ich jetzt mache, ist mal kurz speichern. Bevor ich irgendwas anderes mache. So, weil wenn ich jetzt hier wieder dem Wettkampf beitrete, das Spiel stürzt wieder ab, ne? Okay, ne. Gott sei Dank. Und wir haben ein Stalos Sparta. Nicht zu verwechseln mit dem Stalos Sparta. Kurz mal gucken, was das für ein Kampf ist. Das ist ein ganz normaler Kampf. Gut. Weil oben im Norden zum Beispiel gibt es so Kämpfe mit Äxten und das habe ich überhaupt nicht drauf. Da habe ich auf die Ey, der hat drauf mich geschossen, der Hund. Oh ja, das. Das war kein Headshot angeblich. Er hat nicht meinen Helm auf. Den müsste ich nur noch treffen irgendwann mal. Ich komm gleich auf. Hallo? Jetzt hat. Da kommt gleich zu mir. Ich habe das schon gesehen, ne? Ey, Junge, schießt du nicht auf mich? Ich habe auch nicht auf dich geschossen. Ja, gut, habe ich schon, aber ich habe dich nicht getroffen. Ist der Unterschied. Alter, bin ich schlecht. Brauchst du gar nicht erzählen. Hallo, Leute. Was ist mit dem Spiel kaputt? Ich glaube. Okay. Ist egal, wir sind eh schon in der nächsten Runde, glaube ich. Ich würde ihn trotzdem gerne töten. Alter. Jetzt hat. Ich hätte. Ah, ich habe vergessen zu setzen. Mann. Wie kann man so dumm sein? Oh, das waren 70 Schaden. Der ist quasi gleich tot. Das schaut so aus, als ob ich das werfen könnte, by the way. Was ist das eigentlich? Ah, schmerzhaft. Mein Pferd ist gleich tot. Da muss ich jetzt etwas. Ja. Muss ich jetzt etwas vorsichtiger sein, wollte ich gerade sagen. Man sieht, die Aussage war Müll. Aber wir sind jetzt aktuell leicht in der Überzahl. Okay, ich nehme es zurück. Wir sind komplett in der Überzahl. Da ist nicht nur das Pferd verdeckt, sondern er auch gleich. Jetzt stecken wir dem noch schnell in den Rücken rein. Jawohl. Außerdem habe ich eh die meiste Arbeit geleistet, weil ich den meisten von denen Schaden zugefügt habe. Dem einen schon alleine 80. Der war eh schon fast tot. Dem habe ich jetzt auch schon wieder 80. Hallo, wie viel Leben hat denn der? Jetzt hat. So, jetzt setzen wir nochmal. Jawohl. Wäre nur blöd, wenn wir dann sterben würden, ne? Das ist. In so einer Situation immer auf den Bogenschützen schießen. Weil sonst hat man nachher ein Problem, wenn der eigene Mann sterben sollte, wie das jetzt hier geschehen ist gerade. So, jetzt habe ich ein Problem. Jetzt, ne? Hier ist 1 gegen 1. Ohne Schild. Jetzt darf ich meine Kampfkünste beweisen und die sind schlecht. Kurz in die Offensive gehen. Aber das bringt hier in dem Fall gar nichts. Ja, toll. Ach, ganz so. Warum ist er denn gestorben, Mann? Mein ganzes Gold weg. Könnte kotzen, aber ist schon kein Geld. Pleitekrabbe. Schauen wir mal, ob es beim Handeln besser läuft. Wenn es schon kein Geld gibt. Tu mal kurz die Pferde nicht verkaufen übrigens, weil die Pferde bringen einem Bewegungsgeschwindigkeit. Für alle, die das noch nicht wussten. Westlicher Eibenbogen, den kann ich sogar benutzen in der Zwischenzeit. Der ist ja sick. Schaut ihn euch an. 90 Geschwindigkeit, 93 Genauigkeit und 79 Geschossgeschwindigkeit. Das ist richtig nicer Shit. Das Zeug zum Aufverkaufen. Hochland Schulterfell. Das könnte ich mal ausrüsten. Hochland Pelzmantel, der ist ja noch besser. Cool. Dankeschön. Irgendwo habe ich dann doch nochmal was Praktisches bekommen. Ich weiß nicht genau wo. Gut, meine Panzerung, das Zeug, das ist alles Müll.
Das ist alles Müll, Müll, Müll. Pferdegeschirr brauche ich nicht, habe ich eh schon gute. Ein Reiterbogen. Der war nicht schlecht, der hat mir gute Dienste geleistet für die kurze Zeit, wo ich ihn hatte. Danke, da geht raus, trotz allem. Und dann würde ich sagen, wir kaufen ein bisschen Nahrung, weil ich bekomme ja 8.299. Da können wir ruhig mal ein bisschen was für Nahrung ausgeben, damit die Jungs was zum Knabbern haben. Was gönnen wir denen? Butter und Trauben, würde ich sagen. Das muss reichen, Butter, Trauben, ein bisschen Getreide. So. Super. Dann würde ich sagen, chill mit dir. Und wir marschieren weiter Richtung, wo müssen wir hoch? Hier oben. Da wäre eigentlich Saniopa das nächste auf unserer Reise. Ah, jetzt machen sich meine Karawanen bezahlt. Eigentlich nur die von Ratakos Blutaxt. Alle anderen sind aktuell noch ein totaler Reinfall. Aber wir haben zum ersten Mal ein bisschen Gewinn gemacht. Und schauen wir kurz in die Arena. Da gibt es nichts. Okay. Handelstechnisch wird es hier wahrscheinlich auch nichts geben. Deswegen würde ich sagen, wir marschieren hier einfach weiter. Halten uns hier gar nicht länger auf als irgendwie nötig. Und wie gesagt, mein Ziel ist jetzt hier oben im Norden vielleicht die ein oder andere Schlacht schlagen. Mal schauen. Oh, da ist lauter große Armeen. Da geht was. Buchul von Karak irgendwas. Ah, hier wird auch geplündert und geraubt. Das heißt, hier gibt es Krieg. So leid es mir tut. Was haben wir sonst so? Festung Resos. Nicht mit Reso verwechseln. Dankeschön. Dann, okay, der war schlecht. Ich weiß. Was haben wir eigentlich? Wir haben einen Fertigkeitspunkt zur Verfügung. Wo denn? Werden? Was? Wann? Ah, Bogen. Die Fähigkeit 15% länger zu zielen. Schuss. Oh, das ist doch nice. Das nehmen wir doch gleich mal. 10% schnellere Schussgeschwindigkeit, quasi. Na, die tun ja alle natürlich fleißig rekrutieren. Die planen hier scheinbar Krieg. Der hat eine Armee erstellt. Kann er behalten, seine Armee. Und ich habe ein neues Level erreicht. Super. Kann ich wieder was aufleveln? Wenn ich schon ein neues Level erreicht habe? Ach nee, Schmarrn. Hier, diese freien Attribute. Ach, das habe ich auch letztens herausgefunden. Attributspunkte kann ich hier vorne ausgeben. Und das sind quasi so die Perks. So kann man da quasi aussuchen, was ich nehmen will. Was bringt mir jetzt zum Beispiel hier, wenn ich da was upgrade, Gerissenheit, das bringt mir Spähentaktik, Banditentum. Ne, ganz kurz und knapp. Dann hatte ich natürlich noch die Möglichkeit Intelligenzverwalter, Medizin und Ingenieur. Verwalter würde mir, ich glaube, wir machen mal Soziales. Wir machen auch hier wieder Soziales. Mal, oder was heißt wieder? Wir machen einfach mal Soziales. Karawanen kann ich ja leider nicht plündern, dafür bin ich zu langsam. Meine Bewegungsgeschwindigkeit ist komplett im Eimer. Und das ist hier schön, mit dem kleinen Holz, über das wir drüber marschieren können. Da ist eine riesen Armee. Und wir sollten jetzt ganz schnell abhauen. Weil sonst kriegen wir auf die Schnauze. Ganz schnell sollten wir jetzt abhauen. Okay, hat's gut, lasst mich in Ruhe. Ich wollte eigentlich nur kurz da oben plündern gehen. Da ging so eine 206er Armee, muss ich nicht kämpfen. Ne, jetzt kommen die wieder angelatscht. Gut, das war's jetzt mit meinem Ziel, dass ich bei denen hier oben plündere. Gut, dann gehen wir noch zur Festung Atrion oder so. Ne, ich habe keine Ahnung, was machen wir denn jetzt? Wollte eigentlich ein bisschen Krieg spielen. Mein Einfluss sinkt schon wieder wie die Pest. Das ist unglaublich. Ja, können wir hier irgendjemanden aufleveln? Nö. Könnt ihr nur rekrutieren, das will ich aber aktuell gar nicht. Plus 715. Schau mal, jetzt machen sie sich langsam das ganze Zeug hier bezahlt. Da gibt es ein fettes Battle. Und das Battle haben die gewonnen. Ich glaube, die haben sogar gegen die Blauen gekämpft, oder? Ach Gott, Karawane von Ratakos Blutaxt ist angegriffen worden. Und Ratakos Blutaxt wurde von Ekorius, der nördlichen Kaiserrangige, gefangen genommen. Was kann ich jetzt machen? Muss ich den jetzt freikaufen, oder... Soll ich bei dir zu Hofe kriechen und den einen lutschen? Oder was genau ist die Mission jetzt? Clan. Ratagost. Holding. Gefangener von Escorius Gruppe. Ja, ich würde ihn auch am liebsten rausschmeißen jetzt. Das Problem ist, dass der Typ jetzt... Ah, guck mal, wir kämpfen gegen die. Willst du kämpfen? Irgendjemand? Will hier irgendjemand kämpfen gegen mich? Bitte. Seid doch nicht so, ich bin doch friedlich. Ja, komm. Jawohl, geil. Oh, ihr Gesicht ist mir nicht bekannt. Wie ist euer Name, Fremder? Ja, sie kennt mich schon, weil sie ist weggelaufen. Ich bin Svana vom Vagirovin. Was? Doch, so richtig ausgesprochen. Unsere Vorfahren gehörten zu denen, die aus dem hohen Norden kamen, um den Dena der Fürsten zu nehmen. Okay, ist okay. Könnt ihr mir etwas über die Schlacht erzählen? Nö. Sie wissen, dass wir uns im Krieg befinden. Ergeben Sie sich oder sterben Sie? Ich möchte euch nicht bekämpfen. Es ist mir egal, bekämpfen sie oder geben sie auf. Na gut, sie kämpfen natürlich. Ich mag die nicht, die haben immer so große Schilde. Hä? Was war denn jetzt los? Also jetzt hat... Die sind gerade, ob ich gerade entkommen kann, das sein? Die wollten mir entwischen, die Hunde. So, trotz allem... Alter, ist mein Pferd übrigens. Sehen wir mein Pferd doch nochmal. Nein, ich kann den Bogen auf dem Pferd nicht nutzen. Ach Gott, warum denn?
Gut, da müssen wir halt runter. Naja, kommt hier nur wieder vor. Ah, der Bogen ist schön. Pass auf, können wir gleich mal schießen. Oh Gott, die Armee ist ja riesig, die da hinten ankommt. Dachtest du nur 50? Er schießt jetzt erstmal random durch die Gegend. Mache ich ja häufiger. Ah, er kommt, Jungs. Angriff. Macht was für euer Geld. Vielleicht stirbt doch gleich die ganze Kavallerie weg. Ich nehme auch kurz meinen Gaul mit. Komm. Ja. Ah, Abrussschützen sind schon fleißig am Schießen. Haben natürlich eine riesen Range. Ja, hier ist eigentlich eine schöne Übersicht. Hier bleibe ich. Hier ist schön. So, machen wir die bitte alle tot. Nee. Steht er da und boxt ins Luft. Ins Luft, ins Nichts, meinte ich. Ich habe gerade wieder mal ein Schild getroffen. Ja, das ist schon besser. Die Verluste sind schon mal gut. Wir haben die feindliche Armee schon mal komplett aufgerieben, mehr oder weniger. Jetzt sterben ein paar von uns. Und da ist auch der eine richtig gestorben. Oh Gott, das, ich habe mal wieder einen... Oh. Verluste auf beiden Seiten immens. Aber eigentlich ein einfacher Sieg. Brauche ich gar nicht mehr schießen. Kann ich einfach mal Gaul raufhocken und dann hier einmal kurz in die Schlacht reiten. Hotty. Übrigens habe ich eine ganz nette Axt. Kurze Frage. Ihr könnt aufhören, hier alles kaputt zu machen in ein paar Sekunden. Lass das bitte. Krabbeck hat einen Fertigkeitspunkt in Taktik gehalten. Aber das Pferd ist schnell. Finde ich ganz cool. Vor allem diese Axt ist so geil. Die one-hittet fast alles, wenn man richtig trifft. Pass auf, ich zeig's euch. Okay, muss halt auch treffen. Das ist das andere Problem. Meine Jungs sind auch so hyperaggressiv gerade. Okay, ja gut. Normalerweise one-hitten die alles, die Äxte, aber... Alter, ich bin halt auch ein bisschen unfähig, ne? Muss man auch dazu sagen. Ich treffe die auch gar nicht. Hallo. Jetzt aber, pass auf, der wird schön. Ja gut, also, sofern die nicht so gepanzert sind wie der da, dann sind die alle gleich tot. Der hat irgendwie einen Schädel aus Stahl und einen Körper aus Stahl und den... Ah, jetzt hat es, so. Haben wir eigentlich gewonnen? Einfacher Sieg? Victoria? Tatsache. Und, was kriegen wir? 12 Ruhm, 6 Einfluss und 3,5 Moral. Wir haben einen einzigen verloren. Die haben 10 verloren. Also Verluste auf beiden Seiten waren minimal, fast nicht vorhanden. Und sie ist meine Gefangene, logischerweise. Möchte ich hier was von denen haben? Könnte die natürlich alle als Gefangene nehmen. Problem ist, mein Limit ist voll. Deswegen kann ich überhaupt nichts machen. Wo ist denn die Alte? Die will ich zumindest mitnehmen. Ein Ulfneda. Okay, das ist leider auch über dem Limit. Kann ich denn irgendwelche rausschmeißen? Hier, scheiß Speermilizen, braucht doch keine Sau. Bogenschützen. Königliche Wache. Ah, Wegelagerer, tu mal raus. Pass auf, dafür nehmen wir den mit, der sieht teuer aus. Ach, guck mal, da siehst du sogar das, die Stufe von denen. Bin auch dumm. So, 42, 43, 44, 45. Okay, das passt so. Schau mal, was wir hier so erbeutet haben. Die Schuhe waren ganz nice, ansonsten war es ja kompletter Reinfall. Aber egal. Kommt auf die kleinen Dinge im Leben an. Und wir könnten den Hideout noch angreifen, aber mache ich jetzt erstmal kurz nicht. Wir schauen uns mal ganz kurz, ob wir Leute ein Upgrade verpassen können. Können wir? Die Waldbanditen kann ich nicht machen. Weil ich brauche disziplinarische Vergünstigungen. Ich habe so noch nicht herausgefunden, was es ist. Vielleicht kann mir da einer von euch weiterhelfen. Wenn ich hier meine ganzen Bogenschützen weiter upgrade, das sind ja ganz wichtige Upgrades hier, ne? Umso stärker meine Einheiten, umso besser natürlich für mich, umso effektiver kann ich danach auch in Schlachten agieren. So, 18.700. Mich würde interessieren, was jetzt mit meiner Karawane passiert tatsächlich, das habe ich noch nicht herausgefunden. Wir gehen kurz nach Pferd, oder was ist hier los? Das wird belagert, also die kriegen gerade auf die Schnauze hier, die Kollegen. Vom... nördlichen Königreich. Tell War Stories. Ah, ich kann hier hergehen und eine War Story erzählen, dann bekomme ich Renown. Und Renown ist ja quasi Einfluss, glaube ich. Oder ist es Ruhm? Ruhm wäre... Ist Ruhm Renown? Weiß ich gerade gar nicht. Kurz gucken. Karawanen. Habe ich nur noch 3. Ah, wo ist mein Radagast, Kollege? Ratagost, bleibe bei Epikrotea. Kurz gucken, wo Epikrotea ist. Muss ich den hier irgendwie wiederholen, den Kollegen? So ein Spargel. Da ist Epikrotea. Kommt er in meine Richtung, oder was? Kommt er zu mir? Wäre natürlich auch schön. Mach mal kurz, die soll mir mal Vorräte geben. Oh, die sind ziemlich stark. 57 Einheiten verteidigen da. Die haben sich übrigens geweigert. Deswegen gibt es jetzt einen Kampf.
Das ist genau meine Einstellung. Wir werden sie alle töten. Und das Pferd ist so schnell. Ich finde es total geil. Erinnert nichts daran, dass ich eventuell ein bisschen aufpassen sollte. Wobei das eine ziemlich schnelle Schlacht wird. Denke ich. Geh mal, da komm, wir gehen mal Nahkampf heute. Ich habe übrigens auch ein gutes Schild. War eine schlechte Idee mit dem Nahkampf. Kann ich euch jetzt schon sagen. Ich werde gleich sterben. Ja, ich werde sterben. Oh Mann, warum denn? Meine Güte, ey. Ja, jetzt machen wir was vorher, Geld. Warum geht ihr auch alle auf mich und warum beschützt mich keiner? Das sind so die wichtigen Fragen im Leben eigentlich. So, warum werde ich ignoriert? So, ich bin der Anführer, ich bin der Held. Ich bin der, der den Sold zahlt. Und die ignorieren mich einfach, die lassen mich einfach sterben. Schon ein Witz eigentlich. Ich hatte eigentlich eine Mod installiert, dass ich, wenn ich tot bin, Einheiten befehlen kann, aber ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Das mit dem Modding und so ist noch alles in der Early Access Phase. Da darf man sich nicht wundern, wenn das nicht funktioniert. Aber egal. Wir haben ja eigentlich soweit alles schon fertig. Haben gewonnen. 11 Ruhm, 6 Einfluss. Super. Und dann, gut, Gefangene will ich keine. Hä? Ich will doch gar keine Gefangenen. Was ist jetzt hier das Problem? Ach, keine Angst, Mike. Wahrscheinlich, weil ich aktuell verwundet bin. Wahrscheinlich fülle ich deswegen ein bisschen Gefangenenlimit. Und, naja, geplündert haben wir eigentlich jede Menge. Vor allem geben die mir jetzt noch ihr ganzes... Naja, gut, so viel ist es nicht, aber einiges geben sie mir. Und wir marschieren jetzt einmal zurück Richtung Epic Rotea. Einfach, damit wir hier unseren Radagast wieder bekommen. Will hier irgendjemand kämpfen oder so? Das Versteck hätten wir mitnehmen können, übrigens. Aber hatte ich jetzt auch keine große Lust, um ehrlich zu sein. Wir haben immerhin 14 Einfluss. Das Problem ist, man verliert halt so viel. Das langweilt mich schon ein bisschen, dass wir so schnell Einfluss verlieren. Wir können aber kurz dorthin gehen. Wir können hier War Stories erzählen. Da ist er übrigens auch eine Mod. Gut, kann ich hier nichts erzählen. Da gibt es aktuell nichts. Da ist Radagast. Wir machen jetzt wieder leichten Gewinn. Das Problem ist halt... Ja, Radagast, komm her. Nein, nicht zur Arena. Zurück, Taverne. Radagast, wieder zurück in meine Gruppe. Und dann tun wir nochmal kurz handeln. Verkaufen das ganze Gedöns hier. Und dann würde ich sagen, da ist die Folge auch tatsächlich schon wieder vorbei. Ist die besser? Ja, ist eigentlich sogar besser. Dann ist die Folge auch echt schon wieder vorbei, wa? Hätte man jetzt so nicht gedacht. Kommt immer wieder überraschend, so ein Folgenende, ne? Ich weiß. Jagdbogen kommt weg, das kommt weg, das kommt weg, das kommt weg. Das, das und das und das. Und Nahrung haben wir schon wieder fast nichts. Noch Getreide und Fisch. Da tue ich meinen Jungs mal den Gefallen und ich kaufe mal wieder was Gescheites. Aktuell 26.000. Ich würde ja überlegen, ob ich Radagast nochmal die Mission gebe, quasi so eine kleine Karawane anzuführen. Aber ich traue mir echt nicht mehr. Ich traue ihm das nicht mehr zu jetzt. Er hat mich wirklich so krass enttäuscht. Okay, so. Wir haben jetzt 25.000. Da würde ich sagen, ich bedanke mich relativ herzlich fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns nächste Folge wieder zu keinem geringeren Spiel als Mountain Blade Warband. Mach's gut. Genau, Warbands. Banner Wars natürlich. Mach's gut. Tschüss.